Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The First Templar mit mir und dem Seor und der Marie, zu der wir jetzt wieder wechseln, weil die Marie ist wieder dran. Und Seor, da darf mal eine Runde heimleuchten hier. Das kann er ja gut, dann kann er mit Marie auch nochmal eine Fackel nehmen, einfach weil es so schön ist. Ich hoffe, dann geht das auch mit dem Exekutieren, das wäre nämlich eine sehr interessante Nummer. Was? Fackel fallen? Ah, okay. Gut. Wir können also doch nicht schleichen mit Fackel, das wäre auch so schön gewesen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die da irgendwie ausgeschaltet kriegen, ohne dass die anderen uns da sehen. Aber da können wir gleich einmal außenrum zulaufen. Müssen wir noch einen Moment warten. Warten, warten. So, jetzt laufen die da rum. Die anderen beiden gucken da noch zu. Und dann, wenn die da an unserem Schnittpunkt hier vorbei sind, dann können wir da rüberlaufen und die anderen von hinten exekutieren. So. Aha. Eigentlich können wir jetzt rein theoretisch auch die 4 exekutieren. Weil die sind jetzt auch keiner mehr. Ach ja, komm. Oh, das war knapp. Sie haben uns Oh, gesehen. oh. Au. 2 nehme ich noch mit. Ah. Jetzt wieder nicht kontern. Und das Messerchen. Oh, der ist hin. Rein damit. Und auf Wiedersehen. Sehr schön. So kann es weitergehen. Ja. Das wollte ich noch gar nicht. Ich wollte hier noch die eine Gruppe wegmachen von Gegnern. Oh, ich muss gleich husten. Hier, entschuldige ich mich kurz. Sofort wieder da. So, das war mein Husten. So, wir haben alle Gegner besiegt, die hier waren. Mal mehr, mal minder geschlichen. Im Großen und Ganzen bin ich doch aber mit mir sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. So, jetzt gucken wir, ob es hier noch irgendwas Geheimes gibt. Nein, nur eine unsichtbare Wand mal wieder. Das ist auch sehr schön. Jetzt müssen wir aber hier hoch. So, jetzt muss ich mal wieder mit Marie hier reinkommen. Das ist doch immer wieder was anderes. Ach ja, die sind jetzt auf einmal da und wollen die uns hier... Was? Sanft sein? Das ist keine Zeit für sanft sein. Aua. Oh, jetzt muss ich hier hoch. Die Bogenschütze wegmachen. Der ist weg. Au, 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 alter Schwede. Da, ja, von hinten einer reingesammelt gekriegt hier. Weg damit. Der stört. Zack, doof da. CEO macht fleißig mit. Und da einfach mal hingemessert. Sehr schön. Aus dem Weg. Es kommen von da Gegner angelaufen. Die Gelegenheit nutze ich, um schnell hier um CEO sterben zu lassen und mir hier die Sachen durchzulesen. Ich lernte die berühmten Assassinen in ihrer Festung Alamut kennen. Sie ähneln in gewisser Weise den Templern, denn sie sind ebenso gut ausgebildete und gottesfürchtige heilige Krieger. Ihr charismatischer Anführer wird Alter Mann vom Berge genannt. Einige der jungen Initianten glauben an den geheimen Garten des Paradieses. Es handelt sich dabei um einen eingebildeten Himmel, der durch bewusstseinsverändernde Stoffe wirklich wird. Wer erfolgreich ein Attentat durchführt, erhält Zugang dazu. Viele Könige und Adlige erweisen dem alten Mann ihre Gunst und pflegen die Freundschaft zu ihm aus Angst, sonst ermordet zu werden. Marco Polo auf Alamut 1273. Der Marco erzählt was über die Haschischi. So, was macht unser Sion? Ist er schon tot? Nee, noch nicht. Achso, der wartet hier. Das ist natürlich auch schön. Kommst du mit jetzt? Oder? Komm, hopp. Sehr, keine Zeit. Sehr, bleibt da. Naja, meist er alleine. Ich zeige euch, wie es gemacht wird. Oder wo ich laufe mal zurück zu ist, ja, vielleicht fühlt er sich ja dann motiviert. Ah, siehst du mal, guck, da wird er wach. Au. Ausgekontert. So, der muss jetzt erstmal weg.
Ich habe keine Imbrunst mehr. Da muss ich erstmal ein bisschen Imbrunst gewinnen. Schwupp. Ah, dann mache ich wieder so einen Blödsinn hier. Und tritt und weg und... So, in den Rücken gehauen. Oh, was war das? Das hat man nicht gesehen. Aber sie hat auf ihn drauf gelegen. Sie auch kann noch mal was Gutes tun hier. Wofür ist er da? Wofür ist er denn da? Oh, er strahlt im heiligen Licht. Und im heilenden Licht. Ja, das rockt. Also ich finde es erstaunlich, diese heilende Fähigkeit macht echt schon was aus. Wo wir gerade von Fähigkeiten reden, 7000, okay, da können wir ein bisschen sammeln. Und gedrückt halten. Zack. Auf. Das kann ich auch mal machen. Genau, und jetzt weg damit. Und ausgekontert. Sehr schön. Aua. Das ist auch hin. Den konnte ich gar nicht angreifen. Aua, aber er mich. Ausgekontert. Jetzt ist er dran. Und der ist auch hin. Ja, super. Sehr schön, so kann es weitergehen. Müssen wir da weiter hoch, aber ich gucke erstmal hier lang. Bonus, finde den Schatz. Zack. Und eine Runde Füße in hier. Aua. Ah, man kann halt leider auch nicht kontern, wenn man gerade mitten im Schlag ist. Na, da ging es jetzt. Seltsam. So. Ich weiß, das ist recht öde, immer nur das Gleiche zu machen, aber lohnt sich einfach auch. Kostet halt nix. Und eine Truhe. Zack. Truhe gefunden. Handschuhe des listigen Löwen. Kleidungsstücke, Gladiatorenrüstung. 2 von 4. Und nur trinken. Und, oh, da kommen die nächsten wieder. Zack. Beine weggezogen. Und, ah, ich wollte... Ah, du Sausack. Ausgekontert. Zu wenig im Wunst. Ah. Nein. Och, da ist sie nicht ausgewichen. Warum nicht? Und weg damit. Bisschen Schilder hier wegmachen. Schilder dezimieren. Oh, der ist weg. Zack, Tritt und Messerchen. Ah. Aha, jetzt blockt er auch noch. Ah. Manu. Oh, Seo liegt auch auf dem Boden gerade. Und der ist auch dahin. Ah, da haben wir es doch gut gewehrt. Bonus ist abgeschossen. Sehr schön. Oh, entschuldigt. Ja, konnte ich nicht mehr rechtzeitig den Knopf drücken. Na, rüber, komm. Okay. Das kam unerwartet. Ja, so ein Point of No Return ist auch mal mies. Aber gut, soweit ich weiß, haben wir da eigentlich alles eingesammelt. Ich hoffe, es ist einfach mal stark. Das wird einfach, sagt ihr. Na denn, mach doch mal. Ja, hier, der ist gleich schon mal dran. So. Der wird ausgekontert. Weg damit. Der wird auch ausgekontert. Und zack. Und wieder ist auf denselben Trick reingefallen. Und da ist das schon mal weg. Und der kontert und kontert. Beziehungsweise blockt. Offen bringt ihn aber nicht viel, da kommt auch kein Schaden her. Zack. Leg den mal hin. Mal gegen Schienbein getreten, fällt um. Na, ist ja noch was zu sehen. Da unten kommen noch welche hoch. Ach, und Bogenschützen. Ja. Die Bogenschützen mache ich weg. Aua, aua. Aua, aua, aua. Und weg mit dem Schild. Und weg mit dem Schild. Und zack, Dropkick. Ist weg. Ach, genau in dem Moment, wo ich angreifen will. Messerchen ins... Ja, in den Oberkörper praktisch. Oh, jetzt. Oh, schön. Hat dann aber rumgenommen. Oh, mal ein Trinken. Das ist dringend nötig.
Wieder EP erhalten. Immer her mit den EP. Da kann man leider nicht weiter drunter gehen, das ist ja schade. Ah, dann gehen wir mal hier runter. Irgendwo wird es ja weitergehen. Hier sieht es offensichtlich danach aus. Ich hätte gedacht, hier kommen jetzt irgendwie noch ein paar mehr Gegner. Ich meine, wir hatten zwar jetzt schon genug in der kurzen Zeit, aber es sah gerade so offen aus. Da dachte ich, okay, jetzt nehmen wir uns gleich entgegen. Und da klingelt mein Wecker. Ich werde sanft. Und schon sind Gegner. Zack. Jetzt muss erstmal... Oh, schön, beide Schilder weggemacht. Das war gerade zum Beispiel das Zeichen dafür, dass man es nicht blocken kann. Genauso wie das. So, jetzt habe ich den einen geblockt, aber den anderen nicht. Nein, das kann man nicht blocken. Also das kann man blocken, aber nicht kontern. So rum. Entschuldigt bitte, ich habe es falsch ausgedrückt. Ich will aber mal lieber kontern. Das finde ich irgendwie noch schöner. So, jetzt kann ich den sein Schild wegmachen. Zack. Zack, zack, zack. Und da ist er weg. Zack, tritt und Messerchen, löst nicht mehr. Bom, oh, wow, wow. Alter, mit dem Hacken. Mit dem Hacken kaputt gemacht. Oh ja, trinken. Her damit. Und hier gibt's ein Hebel. Wahrscheinlich für die Falle da oben zum Deaktivieren, oder? Hätte ich jetzt mal vermutet. Oh ja, das sieht gut aus. Und hier? Ah, okay. Und jetzt. Und zack. Geil. Habe ich damit Cillon wenigstens auch ordentlich mal eine auf den Kopf gehauen? Dann hast du mich auch mal verdient. Zack. Ja, das war doch mal effektiv. Hä? Was zum... Okay, jetzt müssen wir gucken, wo hier die Pfeile fliegen. Hm? Oh, Seo wird getroffen. Oh, Seo wird schon wieder getroffen. Aua, aua. Oh, der Hund ist weg. Au, 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 au. Oh, der ist auch hin. Au, au. Nein. Und jetzt. Oh, es wird Seo getroffen. Schön. Du bist auch rüber. Wer zuerst? Das willst du aber sicher auch wissen, ne? Aua, aua. Na komm her. Zack. Aua, aua. Fickt hier ist wieder einer. Hier. Gut. Aua, aua. Ach, scheiße. Oh, von da hinten auch. Ich möchte euch meine Dolche vorstellen. So. Aua, oh, warum hat sie es nicht geblockt? Gekontert meine ich. Jetzt blocke ich einfach mal ein bisschen. Ich glaube, das ist besser. Gerade hier, wo es so unberechenbar ist. Oh. Weg mit den Cillon. Oh. Ah, da war ich. Das habe ich nicht gesehen. Nein, Vorsicht. Kameraeinstellung ist hier auch wieder ganz furchtbar. Schön. Wir können doch mal erstmal hier hochgehen, oder? Ja, hier oben würde nichts passieren. Ja gut, ist egal. Ja. Okay. Da bildet sich so ein Dreieck, da kann man sich zwischen hinstellen. Oh, sehe ich aber nicht. Hier. Hier? Oh, ah, fuck, doch nicht. Hier. Das war knapp. Na, tolle Wurst. So, jetzt muss er mal CEO ran hier. Nein! Ah, oh, falsch! Heilen! Heilen, heilen! Heile CEO, los! Ah, für sowas bin ich mal viel zu ungeschuldig, ne? Muss ich ja sagen. Ich bin ja dann mehr immer so, der so... Oh, einfach mal rein und weg. Aber hier kann man ja leider nicht viel machen. Naja, hat man ja kaum eine Option. Hier ist alles soweit frei. Ich will hier hin. Und hier sind schon ein paar tote Gegner auf jeden Fall.
Oh, da wird eine Belohnung angezeigt. Oh Leute, da muss ich hin. So. Okay. Ja, okay. Hier. Wow. Oh. Au, au, scheiße. Okay, jetzt geht durch. Jetzt gehe ich durch, jetzt ist mir das egal. So. Ach, hier ist noch toll. Ich habe gerade eine Schatzkiste, aber es ist so alle. Was soll's? Meine Vorfahren kamen nach Outremer mit den typischen Vorurteilen und irrigen Vorstellungen der Europäer. Nun, da drei Generationen der von Ibelins im Osten gelebt haben, weiß ich, dass die Kultur der Sarazenen unendlich reichhaltiger ist als unsere. Es gibt hier so viele verschiedene Glaubensrichtungen, Zoroastrier, Gnostiker, Sufis und Buddhisten. Wir haben die hiesige Sprache erlernt, gehandelt und Geschäfte gemacht, Freundschaften und politische Bündnisse geschlossen, über Philosophie debattiert und sind sogar insgeheim Liebschaften eingegangen. Outremer ist wahrlich das Himmelreich. Tagebuch von Guido von Ibelin. Guido von Ibelin, das ist doch ein bekannter Name schon. So, jetzt müssen wir hier noch durch. Na komm, durch, einfach durch jetzt hier. Gar keine Lust, hier lang zu fackeln. Wie schon anfangs erwähnt, ich bin da nicht so der Taktiker. Ich laufe da mehr durch. Und das hat auch wunderbar geklappt. Ja, schön, wenn es immer so wäre. Okay, ihr speichert da gerade mal, das ist doch praktisch. Oh, Schatten. Hier wird mir ein Schatz angezeigt auf der rechten Seite. Wo mag der nur versteckt sein? Ich habe Schritte hinter uns gehört. Rasch, wir sollten den Fallenhebel benutzen. Fallenhebel. Der hier. Fallenhebel. Zack. Aua, aua. Nix. Und einmal hinlegen. Meiner. Oh, ich hab gerade liegt auf dem Boden. Ah, jetzt block halt. Ah. Jetzt auch mal Schluss hier. Boah, meine Güte, ist ja anstrengend. Und zack. Ja, wie sie nicht kontern will. Oh, und es kommt immer mehr Scheiße und ich habe schon wieder den Feinhebel nicht gedrückt. Oh, 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 oh. Scheiße. Seid standhaft und kämpft. Sehr gut. Ich muss gleich wieder wechseln, ich weiß. Und das tue ich jetzt. Ah, verschwinde. Na toll, ich habe keine Inbrunst. Hier gibt es ja auch nichts, der Inbrunst hat. Wo ich mir eben mal Inbrunst herholen kann. Die haben alle Schilder. Oh, schon wieder. Ja, das ist, jetzt schreibt sie sich hier in Einzelnen. Weißt du, jedes Mal, wenn ich hier irgendwie auf den Charakter wechsle, sind die immer mit einzelnen Gegnern herummachen. Also, am Kämpfen. So. Ich weiß, dass da ein machtvoller Angriff hilft, nur wie soll man einen machtvollen Angriff machen, wenn man keine Macht hat? Weg damit. Jetzt ist gerade mal die Gelegenheit, hier ein bisschen Inbrunst zu sammeln. So, meine Güte. Was ein Geschnetzel. Und trinken. Der kommt weg. Oh, da kommt schon wieder mehr und ich konnte wieder nicht hin. Ah, oh, das war knapp. Zack. Und jetzt. Zack. Und. Nein. Danke, Sejor. Ah. Oh, ganz knapp ausgewichen. Zack. Oh, Sejor, der muss leiden gerade. Ah, ei. Sind da gar kein Ende. Schön, hat er mal die festgehalten.
Ach, das gibt's ja nicht. Nein! Oh nein, und Sejo war auch tot. Oh, das ist ein schwieriger Kampf. Furchtbar. Marodeure aus Europa hatten ihr Lager am Weg zum... Ja, da muss man viel mehr an der Falle rumhängen auf jeden Fall. So ein Mist. Ich habe Schritte hinter uns gehört. Rasch, wir sollten den Fallenhebel benutzen. Da hört sich Sion auf einmal ganz anders an, oder? Tour 6x6, Popo und Bluse. Jawohl. Los, bediene. Verteidigt euch. Zack. Und nochmal. Schnell, schneller, 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 schneller. Ach, das ist doch wohl ein schlechter Witz. Wie lange das braucht. Ach, ich habe schon wieder keine Inbrunst mehr. Locken. Schnell Hebel bedienen. Ja, toll. Das hat ja auch super viel gebracht. Einer, ey. Ich habe immer noch keine Inbrunst. Und jetzt sind nur noch Gegner mit Schilde da. Und der haut die ganze Zeit zu gnadenlos. Ach, jetzt hat er natürlich kein Schild mehr. Ach, Mann. Ich blocke. Da ist Schild. Da ist kein Schild. Da muss ich blocken. Der ist weg. Und weg. Jetzt muss ich immer darauf achten, wo die Gegner herkommen. Ah, und kann ich auch nicht darauf achten, weil ich hier kontern muss. Da, schneller, schneller. Och, das ist doch wohl ein schlechter Witz. Ja, klar, und jetzt wirft sie halt mit dem Messer und aktiviert nicht diesen scheiß Hebel. Also das ist wahrlich nicht ausgereift, dieses System. Zack. Also alleine ist es sehr schwierig so gemacht. Und der haut auch noch weiter zu. Hier. Ich muss sie, ja, jetzt haben wir ein bisschen leiden hier. Ich aktiviere einfach nochmal den Hebel, weil da gerade noch so ein paar Leute rumlaufen bei Sejo, in Hoffnung, dass es was taugt. Blocken. Weg. Und Falle. Jetzt. Jawohl, das war doch mal gut. Und jetzt wieder die Falle. Schnell, Falle. Das war ein bisschen zu früh. Charakter wechseln. Wiederbeleben. Wir können es schaffen. Ich bleib jetzt kurz bei Sion, weil es einfach besser geht. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass der mehr aushält als sie. Und zack! Weg damit! Meine Güte, was ein Kampf, ey. Leute, was macht ihr bloß mit mir? Und da hinten stehen schon die nächsten und warten, oder was? Ah, die Folge ist eh schon viel zu lang, da muss ich doch wieder ein Päuschen machen, das nützt ja alles nix. Von daher, vielen Dank fürs Reinschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge, macht's gut, tschüss!